Moinsen, Freunde der Sonne. Heute komme ich mal mit etwas anderem um die Ecke. Denn vor kurzem kam der gute Insane Teddy auf mich zu. Und Insane Teddy hat mich gefragt, ob ich gemeinsam mit ihm an einem Projekt arbeiten möchte. Und ich war kurzerhand dabei, mich mit ihm mal zu unterhalten. Und der Gute hat eine Internetseite geschaffen, die einfach völlig abgefahren ist. Warum ist diese abgefahren? MyRig Online ist ein Portal, auf dem so gut wie nahezu alle Produkte, die mit Simracing und Flight Sim zu tun haben, gebündelt sind auf einem Fleck für dich. Das heißt also, du kannst dich dort komplett austoben, falls du jetzt beispielsweise dir einen Rig zusammenstellen möchtest und du möchtest irgendwie gucken, ob das miteinander funktioniert oder ob andere User das schon mal zusammengebastelt haben oder ob andere User das schon mal bewertet haben, kannst du das auf dieser Internetseite demnächst machen. Nicht nur demnächst, du kannst es jetzt auch schon machen. Wir sind noch relativ früh in einem frühen Stadium. Wir haben jetzt eine Datenbank geschaffen. Wir versuchen jetzt Features einzubauen. Und da bist du jetzt gefragt. Denn wir würden uns gerne von euch da draußen Feedback einholen, was man bei dieser Plattform noch alles machen kann. Wir haben jetzt noch ein, zwei Dinge auf der Agenda. Die könnt ihr euch ansehen, wenn ihr beispielsweise das Discord joint. Das findet ihr auch auf der Homepage. Dort könnt ihr sehen, was an welchen Features aktuell noch gearbeitet wird. Momentan sind wir da dran, so gut es geht, für die ganzen Content-Creator eine Anfrage zu stellen, dass wir deren Reviews verwenden dürfen und die auf der Homepage verlinken dürfen. Das heißt also, wenn du dir beispielsweise ein Asetek Forte kaufen möchtest und du auf die Homepage gehst und dieses Produkt dort findest, würdest du jetzt beispielsweise bei mir im deutschsprachigen Bereich mein Video finden. Im Englischen würdest du dann wahrscheinlich noch ein anderes finden, Französisch, Italienisch. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, wenn du diese Seite benutzt. Denn aufgrund der Tatsache, dass wir mittlerweile so exorbitant viele Shops haben, so exorbitant viele Produkte haben, kann man sehr schnell den Überblick verlieren. Und wir würden euch gerne den Überblick mit MyRig Online verschaffen. Also tut uns bitte den Gefallen, nutzt die Homepage, vielleicht auch wenn ihr schon einen Rig habt, und gebt uns dazu Feedback im Discord. Probiert die Seite aus und lasst uns gerne wissen, was ihr euch da draußen wünscht, was wir besser machen könnten, um dieses Projekt einfach ein bisschen größer zu machen, um es Einsteigern ein bisschen angenehmer zu gestalten oder auch fortgeschrittenen Leuten Sachen zu finden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, du freust dich, dass Insane Teddy und meine Wenigkeit dieses Projekt für euch hier jetzt versuchen gerade umzusetzen, um den Dschungel der Sim-Racing bzw. Flight-Sim bzw. alles, was so mit dieser Hardware zu tun hat, für dich ein bisschen einfacher zu machen. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was du von der Plattform und von der Idee hältst. Und dann kannst du nochmal einen Daumen hoch oder runter drauf zimmern, weil Feedback ist wichtig und das ist Feedback und das mag YouTube, das mag ich. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir das angeguckt hast. Lass dir gut gehen. Bis den Dansen.